Vater war Wasserfahrer, ich war auch Jungfahrer. Und dann hat man drei kennengelernt. Und dann sind sie gekommen und haben den Vater gefragt, ob er Ferienbau werden will im Verein. Und seitdem hat sich alles abgespielt auf der Ferie. Also was Ferienfahren anbelangt, also macht er alles genau gleich wie der Vater. Auch jetzt muss ich Amis sagen, du bist in anderen Zeiten. Aber also nicht mehr. Der Vater hat es schon so gemacht. Ich habe es so gelernt bei meinem Vater. Jetzt in der Art ist er ähnlich wie sein Vater. Aber vom Aussehen her gleicht er auch mehr seiner Mutter. Mit meinem Vater bin ich Ferienmann geworden. Zwischen ihm musste ich dem Vater auf der Ferie helfen. Entweder mein Bruder, meine Schwester oder ich. Und der Fasat und am 31. oder 1. August haben wir ihm helfen. Als er krank geworden ist, habe ich die Ferie übernommen, bis er gestorben ist. Und dann hatte er den Willen, dass ich Ferienmann werde und die Ferie übernehme. Aber wir sind dran. Die Ferie macht auf und euch einen schönen Tag. Da ist man stolz, dass man die Ferien allein überfahren kann, mit Leuten, die man nicht kennt. Die ersten Eindrücke, die man hat, allein mit der Ferie über den Bach. Dann ist man doch jemand. Berufung ist dann durch das gekommen. Also Matros hat er ja gelernt. Und ist dann einfach automatisch ist er dann auch, wo der Vater die Ferie übernommen hat, geholfen, Ferien fahren. Das ist so eigentlich mehr oder weniger ein bisschen reingeschlittert. Aber es ist eigentlich schon ihm seine Berufung. Also ich kann ihn mir nicht noch jemand anders vorstellen. Er macht alles in einer Ruhe. Ich habe ihn noch nie jetzt irgendwie hektisch erlebt. Also wenn ich auf der Ferie war, hat es nie brenzlige Situationen gegeben. Aber es hat es auch schon gegeben. Er hat ja auch schon viele Leute gerettet, die einfach irgendwie Schwächen hatten und nicht mögen haben. Dann hat er sie geholt. Aber da habe ich immer noch im Nachhinein gehört, dass er immer in einer Ruhe alles gemacht hat. In einer Ruhe Sicherheit ausgestrahlt, wirklich. Mein Vater hat mir gesagt, man soll es ganz ruhig nehmen auf der Ferie, nie hetzen lassen. Und da ist man geblieben und so mache ich es auch weiter. Der Rhein ist immer spannend, es sieht auch toll aus. Es wandert auch ein bisschen die ganze Geschichte, wenn man überfährt. Das Licht ist ja ganz anders auf der Ferie, wie sonst jemand anders. Es beruhigt auch die Feriefahrer. Ich denke, das gehört zu Basel. Basel ohne Ferien, das ist schlecht zum Vorstellen. Das geht nicht so gut. Weil Ferien gehört zur Kultur von Basel. Stadtbild, bin halt der Ferien. Fasnacht gehört auch zu Basel. Ohne Fasnacht würde etwas fehlen. In den 30 Jahren als Ferienmann habe ich sehr viel erlebt. Hochwasser, wenig Wasser. Prominente Leute habe ich schon kennengelernt. Hallo, tschüss. Tschüss. Hallo. Nein, aber du bist du noch immer auf einer Wanderung. Was hast du für eine Hut an? Lustig, hä? Ja. Mal ist raus heimgekommen. Er hat erzählt, eine Gruppe sei auf die Ferie gekommen. Also, wir haben in der Zeitung gelesen, dass die Rolling Stones im Dreikönig übernachtet haben. Die haben ein Konzert hier gehabt. Dann sind die am anderen Morgen zum Haus auf die Ferie. Und dann hat er aus einer Postkarte, die auch drauf war, auf der Ferie gehabt. Und die haben alle so eine Postkarte gekauft und haben von ihm ein Autogramm auf der Karte wollen. Und er hat es nicht gecheckt, von ihm hat er keins genommen, weißt du? Eieiei, was in der Zeitung gesehen. Ob arm oder ich. Dick oder dünn. Es werden alle übrig, wenn es lustig war und gemütlich. Das ist eine Ferie eigentlich da. Das finde ich toll auf der Ferie.